Da mein Flur und insbesondere die Wand um den Spiegel mir viel zu kahl sind, habe ich mir was überlegt. Dafür habe ich erstmal eine kleine Skizze gemacht und dann ging es ab in den Baumarkt. Und für den Farbbogen, den ich auf die Wand zaubern möchte, habe ich mir Zauber der Wüste von Alpina ausgesucht. Ein richtig schöner Beige-Ton. Dann ging es auch schon an die Vorbereitungen. Ich habe erstmal alles ausgemessen und dann mit einer Reißzwecke, einem Bleistift und einem Faden diesen Rundbogen aufgezeichnet. Zum Schluss habe ich noch die Seitenlinie mit einem Laser markiert und dann alles mit Goldband abgeklebt, um später richtig schöne Kanten zu bekommen. Dann ging es auch schon ans Streichen. Ich habe erstmal die Farbe richtig gut angerührt und dann mit dem Bogen begonnen. Da habe ich mich einfach ganz langsam rangetastet, bis ich wirklich mit dem Ergebnis zufrieden war. Und dann ging es weiter in der Fläche. Dafür habe ich natürlich eine Farbrolle benutzt und immer möglichst lange durchgezogen, damit das Ganze auch richtig schön gleichmäßig am Ende wird. Und während die Wand hier trocknet, habe ich mich ein Schlüsselbrett gemacht, das ich nach meinen Maßen so im Baumarkt zusägen lassen habe. Und das wird jetzt erstmal grundiert mit der feinen Farbengrundierung von Alpina für ein richtig schönes, glattes Ergebnis. Nachdem die Grundierung trocken war, habe ich schon mal die Löcher für die Aufhängung reingebohrt und dann ging es ans Streichen. Auch hier habe ich wieder Zauber der Wüste genommen, aber eben als extra Lack fürs Holz und ein schönes Ergebnis. Zum Schluss fehlen nur noch die kleinen Häkchen für die Schlüssel und dann war die Wand auch schon trocken und ich konnte hier das Goldband abziehen und die Sachen wieder nach und nach befestigen. Hier seht ihr auch nochmal die Aufhängung für das Brett, damit es so schwebend aussieht. Und ich finde, das Ergebnis ist einfach mega schön geworden. Richtig elegant und ich liebe diese Farbe. Was sagt ihr zum Ergebnis?